Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Hier ist Kai und wie versprochen habe ich für euch heute eine weitere Folge aus der Reihe Lustige Liköre mit dem Thermomix. Und heute machen wir Marzipanlikör. Jawohl, bisschen weihnachtlich vielleicht schon für den Herbst, schon mal beginnend. Ich bin gespannt. Wir brauchen Schokolade, weiße Schokolade. 150 Gramm. Das Ganze wird im Thermomix verkleinert. 5 Sekunden etwa bei Stufe 7. Wenn ihr auf Stufe 7 schaltet, möglichst nicht direkt mit dem Ohr nebendran sein, wenn Schokolade drin gehäckselt wird. Na gut. So. Als nächstes kommen 80 Gramm Zucker, ein Ei und 250 Gramm Sahne hinein. Das Ei, 80 Gramm Zucker und 250 Milliliter Sahne. 4 Sekunden auf Stufe 9 miteinander vermischen. Stufe 9 klingt auch wieder nach nicht mit dem Ohr direkt dran. Perfekt. Dieser Marzipanlikör enthält sehr viel, aber kein Marzipan. Denn das Marzipanaroma bzw. der Marzipangeschmack kommt von dieser wunderbaren Spirituose namens Amaretto. Davon machen wir 400 Gramm rein und erhitzen das Ganze auf 90 Grad. 7 Minuten, Stufe 3. Diesen Likör könnt ihr auch etwa 2 Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Spätestens nach 2 Wochen solltet ihr den getrunken haben. Es riecht wirklich sehr nach Marzipan. Ich hatte das auch gar nicht mehr so in Erinnerung, dass Amaretto so marzipanlastig riecht und schmeckt. Ich bin aber sehr gespannt, weil mit der weißen Schokolade und der Sahne, das gibt dem Ganzen nochmal eine cremige Konsistenz. Ich glaube, das wird gut. Das wird sehr gut, glaube ich. Wir machen jetzt nochmal 250 Gramm Sahne dazu und mischen das Ganze nochmal 4 Sekunden bei Stufe 6 und dann ist es eigentlich fertig. Dann muss es nur noch abkühlen und abgefüllt werden und dann kann ich mich abfüllen. So, sehr witzig, witzig. Fertig! Ja, jetzt darfst du aufgehen. Zack! Also das riecht schon mal sehr marzipanig. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt wirklich schon warm trinken will, aber ich lasse es wirklich abkühlen und dann sehen wir uns gleich wieder und testen mal. Also ich teste. Das ist ja mein Privileg hier. Ich bin nicht der Apfelheld. Ich schaffe es eigentlich fast nie, ohne irgendwas zu versauen. Das ist jetzt eine Challenge hier. Das versaut schon. Das ist Kondenswasser. Okay, das lassen wir durchgehen. Gibt es hier jedes Mal Gelächter, ja? Wenn ich da versauere. Diesmal schaffe ich es. Ich habe es geschafft. Die zweite Flasche mache ich jetzt ohne Kamera, weil es ging ja nur um die erste. Bis gleich. Und so abgefüllt ist das bestimmt auch ein schönes Geschenk. Ein Mitbringsel, ja, schnell gemacht. Die alles entscheidende Frage ist, habe ich schon gesagt, dass das 2 Wochen im Kühlschrank haltbar ist? Ich glaube schon, aber kann man nie oft genug sagen. Ich muss jetzt probieren. Also Marzipanlikör ohne Marzipan, aber halt eben mit Amaretto. Ich bin sehr gespannt. Wow, das ist deftig, auf jeden Fall. Super lecker, ich finde es echt klasse. Man schmeckt auch schön die weiße Schokolade raus. Ich kann mir das echt gut vorstellen, abends vorm Kamin, nach einem Essen, noch schön einen zwitschern. Vielleicht sogar mal probieren das mit Eiswürfeln. Weiß ich nicht, wenn es richtig eiskalt ist, könnte es vielleicht sogar noch mal eine Nuance besser schmecken. Der ist jetzt noch so ein bisschen, der ist noch nicht ganz abgekühlt, ein bisschen warm, aber das ist nicht unbedingt schlimm. Als Soße vielleicht für Eis oder für heiße Kirschen auch durchaus empfehlenswert. Könnte man mit rumexperimentieren.
Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das mal ausprobiert und mir schreibt, wie es euch geschmeckt hat. Einfach in die Kommentare, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und auf jeden Fall abonnieren, denn wir machen noch viele weitere leckere Sachen, nicht nur Liköre, auch tolle Gerichte mit dem Thermomix aus dem Wunderkessel Forum. Ich sage bis dahin Tschüss und Cheers!